Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen We Wish You a Merry Christmas in einer Version mit vielen Akkorden. Das ist die Version Advanced. Du solltest 2 bis 3 Jahre Klavierunterricht haben oder früher schon mal Klavierunterricht gehabt haben. Schau zu, genieße Takt 1 bis 8 und wenn du mitspielen willst, dann komm her an die Tasten. Zuerst ein Blick in die Noten. In diesem Tutorial spielen wir von vorne bis Takt 8. Happy New Year. So, und da fängt dann der zweite Teil an. Das Lied steht im Dreivierteltakt, vorne steht ein Kreuz, aus allen F wird ein Fis. Es beginnt immer mit einem Auftakt auf 3. We wish you a Merry Christmas. Ich halte mich an den Text. Und der zweite Teil, We wish you a Merry Christmas. Dann spiele ich We wish you a Merry Christmas. Bis hierhin. And a Happy New Year. Bis dahin im ersten Teil. Fangen wir an, wer mitspielen möchte. In der rechten Hand liegt der Daumen auf dem D1. D, G, E, Fis, E. Nochmal. 1, 4, 4, 5, 4, 3, 2, 2. Ich spiele weiter und wechsle mit dem Finger auf die 1. 1, 4, Auftakt zu Tag 3. 1, 4, 4, 5, 4, 3. Zweite auf Fis, D. Ich bin jetzt im Takt 4 auf die 1. 1. Ich strecke und spiele mit dem vierten Finger jetzt das A, A, C, H, A, G, E. Nochmal. Finger D, D, E, A, C, D, Fis, A, D, G. Nochmal Takt 7 und 8. And a happy. Ich spiele C, D, Fis mit 1, 2, 4. Der Daumen geht zum H und ich spiele H, D, G. Einmal von vorne bis dahin am Stück ohne Unterbrechung. 1. Gut, jetzt spielen wir die linke Hand. Vierter Finger liegt auf dem H, H und D, G. Und beachte, das H ist eine halbe mit Punkt, das heißt, das H bleibt liegen. 1, 2, 3. Im zweiten Takt bleibt das C liegen und ich spiele E, G dazu. Dann spiele ich mit dem vierten Finger Cis, bleibt liegen und ich spiele E, A dazu. Und in Takt 4 spiele ich D, bleibt liegen und ich spiele Fis A. Nochmal Takt 1 bis 4. In Takt 5 geht der vierte Finger aufs Dis und ich spiele noch Fis und H dazu. Im nächsten Takt E, G, H und ich mache einen Sprung und spiele H und G mit 4, 1. Nochmal Takt 5, vierter Finger auf Dis, Fis H und E, G, H mit 4, 2, 1. Ich springe
mit 4-1 auf H, G und spiele mit dem zweiten Finger C, A, D, A und in Takt 8 G, D, C, H, A. Das ist die Überleitung zum zweiten Teil. Nochmal Takt 7 und 8, zweiter Finger liegt auf C, A. Ich springe und spiele D, A und das tiefe G. D, C, H, A. Wenn du bis hierher mitgemacht hast, dann spiele jetzt jede Hand für dich allein 2 bis 3 Mal. Wenn du soweit bist, spielen wir langsam beide Hände zusammen. Rechts D, links H. Meine kleine Spielhilfe nützt dir etwas und ich sage wie immer Happy Playing und tschüss bis zum nächsten Mal.